Boden? Alter, wie ist denn der gerade gehüpft? So, 461, wir sind ja richtig reich hier. Ach du Scheiße. Okay. So. Ah, nein. Zurück. Zurück. Von dass er meine Schritte nicht schlafen. Was macht er denn jetzt? Denkst du etwa, ich hätte Tomaten auf den Augen? Ich lasse heute Nacht niemanden in diesen Turm. Das denke ich aber auch nur du. Natürlich denke ich, dass du Tomaten hast. Oh, warte mal. I have a theory. Oh, Peeves, dafür werde ich dich verbannen. Vielleicht kann ich die noch brauchen, um Filch abzulenken. Daran habe ich auch gerade gedacht. Guck mal kurz weg. Tschüss. We did it. Hans Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Was ich nicht verstehe, wieso auf den höchsten Turm. Ach, scheiße, es geht ja noch weiter. Stimmt, wir müssen wieder nach Hause. Es hat gerade erst angefangen. Ich ändere mich. Das wird noch extremer. Mrs. Norris, ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo Fußgetrappel gehört, aber... Lass uns mal in der Bibliothek nachsehen, meine Süße. Ja. Yeah. Genau das habe ich gemeint. Jetzt kommt nämlich noch seine blöde Katze mit dazu. Naja, es hilft ja nichts. Wir müssen. Neigt uns tatsächlich die Tür vor der Nase zu. Alter, ist der schnell. Jetzt habe ich aber ganz bestimmt was gehört. Schnell, Mrs. Norris. Du hältst von oben aus Wache. Ja, und genau das ist das Ätzende. Jetzt die ganze Zeit waren wir nämlich sicher. An mir kommt ihr nicht vorbei, ihr Drecksgören. Jetzt waren wir die ganze Zeit oben sicher und jetzt sind wir oben und unten nichts mehr sicher. Weil jetzt die blöde Katze da rumhüpft. Aber wenigstens bewegt sich der Filch gerade nicht mehr. Ah, shit. Die kommt. Die Katze kommt. Die Katze kommt nicht. Beobachte mal die Katze, wie die läuft, die Mrs. Norris. Dann bewege ich mich nämlich auch entsprechend. Okay. Wenn jetzt nach da, genau. Okay. Hä? Was? Geh bloß weg. Ich weiß nicht, wieso die jetzt angefangen hat zu mauzen, aber die Katze ist mir nicht geheuer. Puh. Jetzt höre ich gerade irgendeinen Wolf heulen.
Oder so. So. Okay. Eindringling! Aber eins muss man ihm lassen. Wenn er irgendwas gehört hat, dann rennt der los. Das geht gar nicht hier. So. Bin ich hier noch sicher? Wo bist du, du schlaues Bürschchen? Ich krieg dich. Darauf kannst du wetten. Das ist eine blöde Katze. Ich glaube, die Katze hat's gerade verbuggt. Das wäre jetzt natürlich toll. Warte mal. Kann ich da hoch? Ich kann hier hoch. Ach, hi. Hi. Hallo, hallo. Da bist du ja wieder, Harry. Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Okay. Er hat gesagt, wir sollen da lang. Upsala. So ist die Katze noch da unten? Tatsächlich, Alter, wie geil. Danke, Nick. Der sagt, wir sollen da lang. Wo geht's denn? Okay, kurze Frage. Wenn die Katze hier eh gerade rumbackt, was ich richtig toll finde gerade. Obwohl, soweit kann ich nicht springen. Soweit kann ich nicht springen. Ich möchte es nicht drauf anlegen. Was macht er denn jetzt schon wieder? Du schlaues Bürschchen. Ich krieg dich. Darauf kannst du wetten. Ja. Red du nur. Deine Katze spackt rum, das weißt du, gell? Ich krieg dich. Und wenn ich dich habe, wirst du deine Taten noch bereuen. Ja, okay. So, der verschwindet einfach direkt vor der Mauer noch kurz. Und da ist er wieder. Komm heraus, nein! Wo immer du dich auch versteckt hältst. Die Katze ist schon wieder... Nein, die Katze ist... Alter, ist die Katze gerade... Bleib weg, Katze. Ist die gerade schon wieder da unten? Runterge... Die ist doch gerade... Wo ist die Katze? Ich glaube, die ist gerade unsichtbar geworden. Scheiße, ich bin runtergefallen. Und die Katze ist oben. Scheiße. Okay. Schluss mit dem Easy Mode. Ich nenne die Katze ab sofort nicht mehr Mrs. Noise, sondern Buggy Cat. Oder eine Buggy Katze oder so, keine Ahnung. Das war jetzt mal richtig cool. Das ist mir aber bis jetzt auch noch nie passiert, das wüsste ich. Sonst hätte ich die Katze nicht so gehasst. So, hier war ja noch alles safe. Dann können wir auch kurz noch die Bohne hier holen, wenn wir schon da sind. Alter, was ist denn jetzt los gewesen hier? Der hüpft aber auch. Das ist echt... Da ist die blöde Katze. Okay, Sekunde. So. Nein! Hi! Ja, nun ja, jetzt ist der Ärger wohl da. Shit. Och nö, nicht schon wieder von hier. Obwohl, dann könnte die Katze wieder verbacken. Das wäre toll. Ich krieg dich.
Und wenn ich dich habe, wirst du deine Taten noch bereuen. So, jetzt beobachte ich mal die Katze. Alter, so krass. Ich weiß zwar nicht, wieso. Liegt vielleicht daran, weil das hier Windows 7 ist und das irgendwie zu neu ist. Also, wir hatten nie irgendwelche Probleme in der Art. So, jetzt kommt da der Nick. Kann ich den vorspulen irgendwie? Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Ja. So, der hilft uns wieder raus. Jetzt möchte ich aber gerade noch mal hier was gucken. Nämlich hier. Was ist hier? Drei Böhnchen. Naja, so viel hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil ich meine, so versteckt war das jetzt nun auch wieder nicht. Yep, yep, das hat funktioniert. Okay. So. Buggy Cat ist immer noch da unten. Ich nenne die ab sofort Buggy Cat. Das ist jetzt so. Buggy Cat. So, keine Buggy Cat. Gut. Well, woher weißt du eigentlich, dass wir jetzt ausgerechnet hier drüber gesprungen sind? Komm heraus, komm heraus! Wo immer du dich auch versteckst! So. Jetzt hör doch auf damit, Harry. So, wo ist die Katze? Da unten? Wo ist er denn jetzt hin? Bete, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler! Scheiße, sie hat's geschafft! Nein! Okay, muss das Muster studieren. Sollten aber auch gleichzeitig bereits in Bewegung bleiben. Okay. Ich beobachte es einmal. Sie springt dahin und läuft jetzt da den Gang lang. Dann kann ich doch jetzt einfach so, da hoch und fertig. Ja, so hat es geklappt. So. Ich habe trotzdem das Gefühl, das war es noch nicht. So, auf damit. Hier ist ein leerer Raum. Ah, hier sind wir. Wow. Ja, okay. Das ist ein Spiegel. Aber ein besonderer. Im Spiegel Nerhegib konnte Harry seine Eltern, James und Lily Potter, sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an. Fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam um. Nun, wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Nerhegib kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry. Es geht noch weiter. Diese dreckigen kleinen Ferkelchen sind uns entwischt, Mrs. Norris. Ich habe die einzige Tür nach draußen versperrt, meine Nerven zuliebe. Warte hier und bewache die Bibliothek, meine Süße. Die kleinen Ferkelchen.
war ein Speicherbuch. Kann ich da nicht irgendwie entlang? Doch, kann ich. Guck mal. Komm, auf damit. Jetzt sind wir auch mal schlau. Naja, aber irgendwie sicher fühle ich mich hier auch nicht, um ehrlich zu sein. Die Musik verheißt auch nichts Gutes.